So, der sagt hier jetzt zum Beispiel, das Gute an Pipedrive, hier habe ich gerade telefoniert mit einem IT-Leiter, der sagt, ja, Anfang Februar soll ich nochmal mich nochmal melden und da, die da. Es gibt auf jeden Fall was zu tun dieses Jahr, aber wir wissen noch nichts Genaues. Dann kann ich hier einfach bei Pipedrive, wie im ganz normalen Word-Dokument, hier sagen, das hier, zack, ja, ist quasi unterstrichen, ist fett, ist whatever. Ja, ich kann hier Links reinfügen, ich kann hier Bullet Points machen und so weiter. Also es ist quasi wie ein Texteditor und das bietet halt hier natürlich dann die Übersicht und das alles ist natürlich super. Und das gibt halt in manchen CMs ist es halt nicht so, dass man das so ausführlich hier alles machen kann. In so günstigeren würde ich mal sagen, also so super günstigen CMs. Da ist halt nicht so viele Möglichkeiten gegeben. Ich kann jetzt einfach mal sagen, okay, rechte Maustaste, ja, bin ich auch schon häufig gefragt worden, wie kann ich denn hier Emojis einbinden? Rechte Maustaste, ja, und dann Emojis. Und dann kann ich sagen, wow, der hat mich jetzt schon zum dritten Mal vertröstet, ja, finde ich echt lachhaft, ja, ich lache mich hier kaputt oder kann irgendein Emoji einpflegen, ja. Oder ich kann sagen, wow, cool, geile Sache. Emoji, ja, machen Haken dran oder irgendwie sowas, ne? Also, das war's soweit zu diesem Wiesewick, also dieses, was man alles. Hallo, mein Name ist Josef Seibel und ich entwickle seit über 20 Jahren professionelle Software. Meine größten Herausforderungen vor der Zusammenarbeit mit Thomas waren, wie ich mich auf eine Branche spezialisiere, wie ich da eine Nische finde und wie ich in dieser Nische verlässliche Kundenanfragen generiere. Bisher habe ich Aufträge aus verschiedenen Branchen angenommen und Kunden ausschließlich durch Weiterempfehlungen bekommen und somit auch einen breiten Bereich abgedeckt, aber nie wirklich ganz spezialisiert auf eine Nische. Seit der Zusammenarbeit habe ich eine Branche gefunden, in welcher es genügend potenzielle Kunden gibt und ich weiß, wie ich meine Firma skalieren kann. Die Kommunikation mit Thomas ist sehr gut. Thomas hat immer auf wichtige Themen sehr zeitnah geantwortet und hat mich nie hängen lassen. Für die Beratungsleistung kann ich Thomas auf jeden Fall empfehlen.